Am 12. Dezember ist es soweit, die Game Awards werden verliehen und in diesem Video werden wir mal anschauen, für wen ich voten werde. Und falls ihr selber Bock habt, ihr könnt es aktuell tun auf der Webseite der Game Awards. Und ich würde sagen, lasst uns direkt anfangen. Das sind meine Votes für die Game Awards 2024. 29 Kategorien stehen zur Auswahl und wir beginnen direkt mit der Game of the Year Kategorie. Ja, ganz direkt volle Möhre rein. Wir haben zur Auswahl Astrobot, Balatror, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, Final Fantasy VII Rebirth und Metaphor. Von den Spielen habe ich Metaphor nicht gespielt, nur gesehen. Deswegen kann ich es meines Erachtens nach als Game of the Year nicht hier mit einfließen lassen. Der Elden Ring DLC ist für mich ein Part, der halt Elden Ring, ein Spiel aus 2022, komplettiert. Und deswegen finde ich einfach, dass DLCs für mich kein Game of the Year gewinnen können. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn du eine andere hast, kommt fein, da gibt es auch jetzt kein richtig oder falsch. Ich persönlich möchte aber einfach das Basisspiel als solches bewerten und da gehört halt der Elden Ring DLC für mich jetzt einfach nicht rein. Und da muss ich sagen, ist meine Wahl dann relativ klar. Black Myth Wukong finde ich ein hervorragendes Spiel, aber Astrobot ist meines Erachtens nach das Spiel des Jahres gemessen an der Konkurrenz. Und ja, es gab dieses Jahr viele gute Spiele, aber wenige richtig verflucht gute Spiele. Und da ist Astrobot für mich schon eine Ausnahme. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich finde, dass die Nominierungen ein wenig zu früh kommen. Denn es kamen jetzt ja noch ein paar Spiele raus, die, gut, vielleicht jetzt noch nicht ganz das erhalten konnten, was man erwartet hat. Aber meines Erachtens nach theoretisch ja die Chance hätten haben müssen, eine Nominierung zu bekommen. Stalker 2, der neue Flugsimulator und so weiter und so fort. Ich weiß, die Spiele sind gut, aber egal, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Long story short, Astrobot it is. Wenig überraschend, glaube ich, für den einen oder anderen, der in letzter Zeit die Videos gesehen hat. Die nächste Kategorie, Best Game Direction. Awarded for Outstanding Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Und dann haben wir wieder zur Auswahl Metaphor, Final Fantasy VII, Elden Ring, den DLC, Black Myth Wukong, Balatror und Astrobot. Und ich kann es relativ kurz machen. Wenn es hier wirklich um Game Direction geht, ist es halt gerade von der Kreativität her und so weiter und so fort für mich ganz klar, für mich überraschend, Astrobot. Kommen wir zur Story-Kategorie, also Best Narrative. Da haben wir wieder Final Fantasy VII, Like a Dragon, Metaphor, Hellblade 2 und Silent Hill 2. Schwieriger. Ich muss sagen, Hellblade 2 war für mich storytechnisch nicht so stark wie Teil 1, hat mich nicht so sehr mitgenommen. Silent Hill 2 wäre, glaube ich, eigentlich der Titel, für den ich hier voten würde. Aber das Spiel, beziehungsweise die Story, wurde von einem anderen Entwicklerteam damals entworfen. Und ich finde, aus diesem Grund wäre es falsch, hier dieses Jahr eine Award für das Spiel zu geben, weil ja die Story als solches gar nicht von dem jetzigen Entwicklerteam, in diesem Fall Plopper Team, die haben das ja gar nicht geschrieben. Also die haben es vielleicht hier und da ein bisschen umgeschrieben, aber die haben es ja gar nicht entworfen und geschrieben. Und Silent Hill 2 ist ein tolles Spiel geworden in seiner 2024-Version. Aber ich finde einfach, aus diesem Grund könnte ich Silent Hill 2 nicht den Award geben. Und deswegen gehe ich, übrigens, selbes bei Final Fantasy VII, auch hier, ich weiß, viel umgeschrieben, aber trotzdem. Metaphor, wie gesagt, habe ich nicht gespielt, aber gesehen. Das heißt, ich kenne ein bisschen was von der Story, aber ich kenne nicht die Twists und Co. Deswegen kann ich es nicht richtig bewerten. Und deswegen gehe ich mit Like a Dragon. Best Art Direction. For Outstanding Creative and or Technical Achievement in Artistic Design and Animation. Wir haben Astrobot, Black Myth Wukong, den Elden Ring DLC, Metaphor und Neva. Ich finde, keins von den Spielen hat irgendwie technisch hier was Neues abgerissen. Deswegen lasse ich den Part komplett raus. Wenn es aber grundsätzlich so um die Kreativität geht, Metaphor, ich habe es nicht gespielt, aber gesehen und deswegen glaube ich, kann es in dieser Kategorie mit rein. Aber ich kenne ja den Stil durch die Persona-Games und ich muss sagen, Astrobot oder Neva, lieber Astrobot in seiner Kreativität komplett vom kompletten Game-Design und so weiter und so fort. Wenn es aber wirklich aufs Design geht, gehe ich mit Neva, auch wenn das nicht alles komplett neu ist, was man da gesehen hat. Aber doch, ja, gehe ich. Best Score and Music. Also der beste Soundtrack. Das wird jetzt sehr interessant. Wir haben Astrobot, wir haben Final Fantasy VII, wir haben Metaphor, wir haben Silent Hill 2 und wir haben Stellar Blade. Das ist eine schwierige Kategorie.
Das Problem ist, wie bewertet ihr eigentlich für euch die beste Musik in einem Spiel? Geht es mehr um die Atmosphäre? Wollt ihr viele lizenzierte Tracks haben und die hypen euch einfach mehr? Wollt ihr einfach mehr kreative Musiken haben, wie jetzt zum Beispiel in Astrobot, die passend zum Game Design oder Level Design dann auch immer sind? Es ist schwierig. Ich glaube, das ist hier, finde ich, mit die subjektivste Kategorie, zumindest auch in diesem Jahr, was so richtig herausstechen. Ich kenne von Metaphor leider nicht genug. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich kann mir vorstellen, dass ich dem Spiel persönlich mein Vote geben würde, wenn ich es jetzt gespielt hätte. Habe ich aber nicht. Folgt erst im Winter. Astrobot oder Stellar Blade ist es für mich persönlich. Ich habe von Astrobot mehr im Kopf, deswegen müsste ich hier wieder mit Astrobot gehen. Best Audio Design. Da geht es grundsätzlich um das komplette Sounddesign von Soundeffekten und Co. Und generell, wie Soundeffekte bzw. auch räumlicher Sound genutzt wird. Also da geht es nicht um den Soundtrack, sondern eben Soundeffekte, Sounddesign, wie auch immer. Oder Audiodesign als solches. Astrobot, Call of Duty, Black Ops 6, Final Fantasy 7, Hellblade 2, Silent Hill 2. Da gehe ich mit Hellblade 2. Das ist für mich audiodesigntechnisch nochmal eine ganz andere Nummer im Gegensatz zu den anderen Spielen. Black Ops 6 auch sehr, sehr, sehr cool, aber bereits bekannt durch andere Call of Duty Spiele. Astrobot, finde ich, ist charmant, hat aber hier nicht viel gegen anzustinken gegen die anderen. Final Fantasy 7 ist für mich tatsächlich hier der, hätte ich gar nicht in die Nominierung reingeschmissen. Silent Hill 2 finde ich auch stark, aber Hellblade 2 hat bei mir so viel Atmosphäre erzeugt über eben die ganzen Soundeffekte, das Audiodesign und so weiter und so fort. Gerade wenn ihr auch eine ordentliche oder eine große Soundanlage habt oder müsst gar keine Soundanlage haben. Kopfhörer, die zum Beispiel Spatial Audio haben, beziehungsweise Atmos, whatever, also einfach viel Sound auf eure Ohren ballern können, ballert Hellblade 2 nochmal richtig und deswegen kriegt es da mein Vote. Best Performance awarded to an individual for voice-over acting, motion and or performance capture. Kann ich ehrlicherweise nicht richtig bewerten, weil ich die Spiele größtenteils immer auf Deutsch spiele von den Tonspuren. Ich finde auch hier fehlt, also für mich als jemand, der jetzt nicht wirklich weiß, wer davon das Voice Acting gemacht hat oder vielleicht auch nur Motion Capturing, wobei das in den meisten Fällen, glaube ich, beides sein wird. Wir haben Final Fantasy 7, wir haben Life is Strange, wir haben Star Wars Outlaws, wir haben Silent Hill 2 und wir haben Senua Saga Hellblade 2. Ich habe keins davon auf Englisch gespielt, muss ich gerade sagen. Und persönlich, wenn ich gerade mal so nachdenke, habe ich am meisten Trailer auf Englisch geguckt von Silent Hill 2. Und deswegen vote ich jetzt für Luke Roberts. Das ist meine einzige Begründung. Ich vermute mal, die meisten von euch werden da auch nicht so ein richtiges Feeling für haben. Der Award in der nächsten Kategorie ist ebenfalls für mich ein bisschen schwieriger zu verteilen. Da geht es so ein bisschen um einfach die adaptiven Hilfen beziehungsweise generell um Hilfestellung für beeinträchtigte Menschen. Es war ein Trend über die letzten Jahre, jetzt mittlerweile ist es ein Standard. Ich finde es aber sehr wichtig, dass es dafür einen Award gibt, damit wir nicht vergessen, dass das weiterhin auch immer Arbeit kostet und dass man das nie vergessen darf, dass wir eben alle mitnehmen sollten, die gerne Videospiele erleben möchten. Und da haben wir Call of Duty Black Ops 6, wir haben Diablo, wir haben Dragon Age, wir haben Prince of Persia und wir haben Star Wars Outlaws. Was ich ein bisschen schade finde in dieser Kategorie ist, 95% der Leute wissen, vielleicht sogar 99%, wissen gar nicht, für was sie hier eigentlich voten sollen. Und hier hätte ich es schön gefunden, wenn die Game Awards direkt Beispiele gebracht hätten, warum das jeweilige Spiel dafür nominiert wurde. Weil ich weiß nicht, warum Black Ops 6 eine Nominierung in dieser Kategorie verdient hat. Ich weiß nicht, ob es einfach nur umfangreiche Optionen hatte für alle möglichen Controllerarten, ob hier noch spezielle neue Optionen reinkamen für vielleicht Leute, die Einträchtigungen hatten oder haben beim Hören oder beim Sehen und so weiter und so fort. Ich weiß ja gar nicht, ich weiß nicht, warum diese Spiele nominiert wurden. Das ist sehr, sehr schade. Ich meine aber gehört zu haben, dass Prince of Persia, gemessen an seinem Gameplay, hier relativ viel Gutes mit reingebracht hat. Und deswegen würde ich mit diesem Spiel gehen, aber das ist halt so gefährliches Hören. Und ich kann ja auch gar nicht sagen, ob das nur gute Ideen waren oder die auch gut umgesetzt wurden, weil ich nutze diese Features ja nicht und ich habe auch niemanden in meinem Bekanntenkreis, der diese Features nutzen möchte oder muss. Deswegen schwierige Kategorie jetzt für mich.
Games for Impact. Das wiederum ist eine Kategorie, da kann ich voten. In dieser Kategorie geht es um Spiele, die so ein bisschen aus der Norm ausbrechen oder versuchen zum Beispiel gesellschaftliche Probleme zu verdeutlichen, gesellschaftskritisch sein möchten oder die auch einfach, ich sag mal so, eine sehr, sehr wichtige Message haben, die sie weitergeben möchten. Da haben wir Closer the Distance, Indica, Never, Life is Strange, Hellblade 2. Ja, kann man machen bei Hellblade 2. Und Tales of Kancera. Hab ich nicht gespielt und ist komplett an mir vorbeigegangen. Da muss ich aber sagen, gehe ich mit Indica. Ist ein Spiel, wo ich eigentlich erst dachte, dass ich so einen richtig krassen Horror-Vibe krieg. Und also war zumindest meine Erwartung, dass ich einfach nur mit Jumpscares weggeböllert werde. Und wurde dann positiv überrascht von dem, was das Spiel ist. Und ich will nicht zu viel spoilern. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch mal Trailer an und dann schaut euch das Spiel gerne mal an. Lasst euch nicht vielleicht direkt von dem Cover abschrecken oder verunsichern. Ist für mich ein sehr, sehr starkes Spiel. Ich vote dafür, weil es mich am meisten auch überrascht hat von der Art, wie es mir seine Geschichte erzählt hat. Und da ist sehr viel hängen geblieben im Kopf. Und ich habe es auch durchgespielt, im Gegensatz zu ein paar von den anderen Spielen. Best Ongoing, das ist die Kategorie für die Spiele, die bereits erschienen sind, aber halt eben immer weiter entwickelt werden, verbessert werden. Klassisch für MMORPGs zum Beispiel diese Kategorie. Und dementsprechend finden wir hier auch Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 14, Fortnite und Helldivers 2. Und hier muss ich sagen, Helldivers 2 ist für mich noch zu neu für diese Kategorie. Deswegen raus damit. Fortnite bin ich einfach nicht into it. Diablo, ja, kann man machen. Destiny 2, kann man. Final Fantasy 14 it is. Und ich glaube, Final Fantasy 14 hat diese Kategorie auch so unglaublich oft schon gewonnen. Und es gibt für mich kein Spiel, was so krass seit so vielen Jahren die Community mitnimmt, immer neue Inhalte bringt, so krass auf die Community auch hört und vor allem auch gute neue Inhalte bringt. Deswegen Final Fantasy 14 mich eigentlich ganz, ganz klar hier. Best Community Support. Okay, das wird jetzt auch leicht. Wir haben Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2 und No Man's Sky. No Man's Sky ist interessant, dass es bei Community Support drin ist und nicht bei Ongoing. Wobei ich nicht weiß, ob ein Update in den letzten paar Wochen, Monaten kam beim No Man's Sky. Community Support habe ich hier nicht wirklich verfolgt, aber ihr habt gerade meine Erklärung gehört für Final Fantasy 14. Dementsprechend Final Fantasy 14, it is. Best Independent Game. Eine Kategorie, die ich wieder schwer finde, weil die meisten von euch safe nicht alle Spiele davon gespielt haben. Ich auch nicht. Wir haben Animal Well, Balatro, Lorelei and the Laser Eyes. Noch nicht mal was von gehört, muss ich zugeben. Neva und UFO 50. Gut, Nico. Balatro oder Neva, it is for me. Und ich gehe da aber mit Neva, weil ich sehr viel gespielt habe und tolles Spiel ist. Ich kann es euch auch nur empfehlen. Nächste Kategorie, wieder Best Indie Game, aber von einem Studio, das vorher noch nie ein Spiel hatte, also quasi das beste Erstlings-Indie-Game-Werk, wenn man so möchte, haben wir Animal Well, Balatro, Manor Lords, Pacific Drive und The Plucky Square. Habe ich letzteres gehört? Nie gespielt? Manor Lords ist es. Also das, ja, habe ich nicht so viel gespielt, aber dadurch, dass es auch so ein komplexes Spiel ist und so weiter und so fort, finde ich einfach, ist da nochmal, meines Erachtens nach, ist das nochmal mutiger, sowas als sein erstes Spiel zu veröffentlichen. Und es ist verflucht gut geworden. Deswegen mein Vote dafür. Best Mobile Game. AFK Journey, Balatro, Pokémon Trading Card Game Pocket, Wuthering Waves oder Zenless Zone Zero. Klipp und klar, Zenless Zone Zero, ohne Wenn und Aber, hervorragendes Spiel, könnte so auch einfach auf den Konsolen veröffentlicht worden sein, wurde es ja auch, aber quasi nicht mal in seiner Ursprungsvariante als Mobile Game, fucking awesome, was HoYoverse wieder abgefeiert hatte. Best VR AR Game, da haben wir Arizona Sunshine Remake, Remake habe ich nicht gespielt, nur das Original, Asgard Wrath 2, Batman Arkham Shadow, Metal Hellsinger VR und Metro Awakening,
gehe ich klar mit Metro Awakening, weil ich die Metro-Serie liebe, weil ich fand, dass das hervorragend umgesetzt wurde. Die Atmosphäre war krass. Ja, es war im großen Teil ein bekanntes VR-Erlebnis, aber ich mochte es einfach unglaublich, unglaublich gern. Batman Arkham Shadow war eigentlich auch ganz cool, aber ich bin einfach kein großer, egal ob Marvel oder DC, mich kannst du mit diesen Marken einfach nicht locken. Und deswegen gehe ich mit Metro Awakening. Best Action Game: Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Stellar Blade oder Warhammer 40.000 Space Marine 2. Warum ich da ins 40.000 und nicht 40k gesagt habe, weiß Gott. Ist für mich eine schwierige Kategorie dieses Jahr. Und glaube ich wieder eine, die so unglaublich subjektiv ist, weil jedes Spiel so ein wenig auch ganz unterschiedliche Spielcharaktere abgreift. Black Myth Wukong für all die Souls-like-Fans. Call of Duty Black Ops 6 für diese Non-Stop-Action-Fanatiker, zu denen ich auch gehöre. Helldivers 2 als Multiplayer-Spiel halt auch nochmal ein komplett eigenes Ding. Stellar Blade ist halt so ein hervorragendes Singleplayer-Action-Game, High-Paced. Und Warhammer ist halt grundsätzlich auch, ich hab's nicht gespielt, Space Marine 2, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, hat eine große, große Fanbase und geht ja mehr so ein bisschen in die Richtung Third-Person-Shooter. Gehe ich allerdings mit, ich weiß, ihr rechnet mit Black Ops 6 oder Helldivers 2. Ich glaube, viele von euch nehmen Wukong, weil es auch eines der besten Spiele dieses Jahres ist. Und ich müsste auch sagen, wenn wir Astro Bot vorne nicht gehabt hätten, tendiere ich ehrlicherweise stark zu, oder glaube ich, wenn ich es durchgespielt hätte, würde ich stark zu Wukong tendieren. Und ich glaube, viele von euch auch. Was krass ist, weil es von einem chinesischen Studio ist und man da auch mal kurz sieht, wie der chinesische Gaming-Markt in puncto Development jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr groß bei uns mitmischt. Was ich erstmal grundsätzlich gut finde. Aber ich gehe mit Stellar Blade. Best Action Adventure: Astro Bot, Prince of Persia, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws, Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Ist, glaube ich, wenn ich Astro Bot als mein Game of the Year habe, dann ist es auch mein bestes Action Adventure. Das ist für mich jetzt eine logische Kategorie. Deswegen schnell und schmerzlos. Best RPG, kann ich jetzt schon sagen, habe ich nicht alle gespielt oder ehrlicherweise sogar nur zwei. Nämlich Dragon's Dogma 2, Elden Ring, den DLC, Final Fantasy 7, Like a Dragon und Metaphor. Like a Dragon und Dragon's Dogma 2 habe ich gespielt. Dragon's Dogma 2 hat mir nach einer kurzen Eingewöhnungsphase tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich gehe auch eher mit Dragon's Dogma 2, weil Like a Dragon mehr Altes, Bekanntes in eine neue Storyline und so gehoben hat. Die Like a Dragon-Spiele bzw. Yakuza-Spiele kenne ich seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich liebe sie und so weiter und so fort. Aber Dragon's Dogma 2 ist für mich hier einfach auch nochmal neuer. Und das fließt tatsächlich für mich auch ein bisschen in eine Best-of-Kategorie mit rein. Ich weiß, es ist ein Nachfolger, aber Dragon's Dogma 1 ist ewig her. Und deswegen gehe ich mit Dragon's Dogma 2. Best Fighting Game. Wir haben Dragon Ball Sparking Zero Grand Blue Fantasy Versus Rising. Den Release habe ich nicht mitgekriegt. Hätte ich Bock drauf gehabt, habe ich nicht mitgekriegt. Marvel vs. Capcom Fighting Collection, Multiversus und Tekken 8. Schwierig. Multiversus, ganz nett, aber nee. Marvel vs. Capcom Fighting Collection ist eine Fighting Collection, ist hervorragend, aber fliegt deswegen für mich ein bisschen raus. Grand Blue Fantasy Versus, muss ich mal spielen? Wollte ich eigentlich? Habe ich auf jeden Fall auf der Wishlist, aber kam ich noch nicht zu. Und ich habe es auch verpennt, dass es dann erschienen ist anscheinend. Dragon Ball, ich mache mich jetzt unbeliebt, ja? Ich mag die Dragon Ball Fighting Games eigentlich gerne. Und ich weiß, dass sie sich auch immer ein bisschen verändern. Aber ich finde, sie verändern sich auch einfach nicht genug. Also ich finde einfach, ich habe immer das Gefühl, ich habe das irgendwie schon mal erlebt. Das stimmt nicht. Ich weiß, kriege ich ein bisschen Gegenwind jetzt für. Aber gut. Kann man bei Tekken 8 auch sagen. Ja, kann man bei Tekken 8 auch sagen, ne? Aber ich gehe mit Tekken 8. Trotzdem habe ich jetzt meine eigene Begründung ein bisschen zerhauen, aber was soll's. Best Family Game: Astro Bot, Princess Peach Showtime, Super Mario Party, Jamboree, Legend of Zelda, Echoes of Wisdom und The Plucky Square. Gehe ich selbstverständlich mit Mario Party, weil ein Familienspiel für mich immer einen coolen Multiplayer haben muss für mehr als zwei Leute. Und da gibt es
ja, theoretisch hier nur zwei Auswahlmöglichkeiten, aber da gehe ich mit Mario Party. Best Sim Strategy. Wir haben Age of Mythology, Frostpunk 2, Kunitsugami, Manolords und Unicorn Overlord. Drei Spiele zur Auswahl für mich persönlich. Frostpunk 2 habe ich aber nicht so viel gespielt. Manolords und Unicorn Overlord. Und da gehe ich mit Manolords, weil ich es am meisten gespielt habe und das für mich ein Indiz dafür ist, dass ich es am coolsten finde, weil es mich am meisten angefixt hat. Das ist tatsächlich meine Begründung, weil ich, wenn ihr mich jetzt zum Beispiel fragt, so, ich liebe zum Beispiel Civilization und ich freue mich auf das neue Civilization und ich werde es auch spielen wie bescheuert, aber wenn ihr mich fragt, warum eigentlich, dann werde ich einfach sagen, naja, weil ich da unglaublich viel Zeit drin verlieren kann, weil ich diese Art von Gameplay so gerne mag und weil ich einfach es mag, um 22 Uhr anzufangen und dann auf die Uhr zu gucken und mir dann denke, shit, fuck, es ist 5 Uhr. So erkenne ich für mich ein hervorragendes Sim- oder Strategy-Game. Deswegen, Manolords. Best Sport Racing Game, F1 24, EA Sports, FC 25, NBA 2K 25, Topspin, 2K 25 oder WWE 2K 24. F1 24 hat mich ein bisschen enttäuscht, EA Sports, FC 25 hat mich ein bisschen enttäuscht, NBA 2K 25, bin kein NBA bzw. Basketball-Guy, Topspin 2K 25, fand ich cool, weil ich die Topspin-Serie geliebt habe damals, und WWE 2K 24, fand ich ganz grundsolide, aber die Spiele, es ist halt einfach auch WWE 2K und die Veränderungen sind immer sehr marginal. Ich gehe mit Topspin, weil ich lange kein Tennisspiel mehr gespielt habe und Topspin wirklich mochte, damals und auch heute. Und es ist gut geworden. Best Multiplayer. Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8, Warhammer 40K, Helldivers 2, Ende der Diskussion. Wenn Helldivers 2 nicht zur Wahl stehen würde, würde ich Black Ops nehmen. Ich weiß, ich bin ein verkorkster Mensch, aber in diesem Fall können wir abkürzen, Helldivers 2, selbstverständlich. Best Adaptation, also die beste Adaption eines Videospielcharakters in etwas, was kein Videospiel war. In diesem Fall haben wir zum Beispiel Arcane zur Auswahl, wir haben die Fallout-Serie zur Auswahl, wir haben Knuckles zur Auswahl, Like a Dragon, Yakuza, das gehört hier nicht rein. Die Like a Dragon-Serie auf Amazon ist, ja, hat so viel Potenzial gehabt und hat sich so weit vom Spiel entfernt, dass ich wirklich, ich habe die nicht zu Ende geguckt. Das ist so eine Enttäuschung gewesen. Das Setup ist so stark gewesen und dann ist die Serie so eine typische Amazon-Serie geworden, halt nicht gut. Und dann haben wir noch Tomb Raider, The Legend of Lara Croft, nicht gesehen. Knuckles ist, ja, der neueste Sonic-Film kommt doch jetzt erst ins Kino, oder? Ich habe kurz überlegt, warum eigentlich Knuckles? Warum? Egal. Fallout, wäre ich auch nicht so gern. Muss man eigentlich mit Arcane gehen, weil es, also, ja, ist jetzt ja nicht dieses Jahr gelauncht, die Serie, aber sie ist halt herausragend, auch vom Art Design und Co. und deswegen. So, most anticipating game des, ja, nächsten Jahres oder übernächsten Jahres. Auf welches Spiel freuen wir uns vielleicht am meisten oder nicht? Eine super subjektive Nummer. Ich behaupte jetzt schon, GTA wird gewinnen, aber GTA fällt für mich raus. Wir haben noch Death Stranding 2, Ghost of Yotai, also das neue Ghost of Tsushima, Metroid Prime 4 und Monster Hunter World. In der Theorie freue ich mich gerade mehr auf Monster Hunter Wilds, weil es bald erscheint und die Vorfreude einfach größer ist. Ignoriere ich das, haben wir so ein Unentschieden zwischen Monster Hunter Wild und dem neuen Ghost of Tsushima. Und ich gehe da, nee, ich habe jetzt gerade mehr Bock auf Multiplayer als auf Singleplayer. Das ist aber auch eine Momentaufnahme. Das könnte morgen wieder switchen, aber ich vote ja jetzt und deswegen vote ich jetzt für Monster Hunter Wilds. Kategorie 25 von 29, Content Creator of the Year. Keine Ahnung, kenne ich alle nicht. Ich gehe nach Sympathie auf dem Bild und er guckt ganz neutral. Best Esports Game, Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang. Habe ich noch nie was von gehört. Und Valorant, okay. In der fortlaufenden Serie Nico macht sich unbeliebt. Ich bin mit Videospielen aufgewachsen, ich liebe Videospiele, ich liebe auch das Messen und auch das Kompetitive an Videospielen. Verstehe aber E-Sports nicht. Ich verstehe den Hype um E-Sports nicht und ich glaube, das liegt daran, dass die großen E-Sports-Titel welche sind, die ich strunzlangweilig finde oder nicht mag. Meine Counter-Strike-Zeit ist schon lange vorbei. Dota 2 und League of Legends, generell MOBAs, fühle ich nicht. Ich verstehe die Begeisterung daran nicht. Ich finde halt den Anfang immer, also das ganze Early Game strunzlangweilig. Ich weiß, es geht da mehr um Strategie und Taktik und blablabla. Finde ich strunzlangweilig. Und falls ihr das nicht verstehen könnt, keine Ahnung, ist halt, wie ich manchmal nicht verstehen kann, dass Leute dann Fußball langweilig finden. It is what it is. Nicht weiter wild. Mobile Legends, Bang Bang, sagt mir gar nichts. Valorant, finde ich, ist
das unterhaltsamere Counter-Strike. Komplett anderes. Ich weiß, ich mag einfach, wenn es noch mehr Variationen gibt durch Skills und Co. Das lockert einfach alles nochmal so ein bisschen auf. Also rein als Spiel gesehen. Ich weiß, wenn man nur den kompetitiven Aspekt nimmt, ist eigentlich Counter-Strike 2, glaube ich, sogar einfach das stärkste Spiel hier in der Liste, weil es sehr krass um Fähigkeiten geht. Also um Hand-Augen-Kombinationen, den ganzen Shit. Aber ich gehe mit Valorant. Nicht, weil ich das Spiel liebe. Ich finde es okay-ish, aber naja. Der beste E-Sport-Athlet des Jahres. Ich gehe mit Faker, weil ich es cool finde, dass er nochmal wieder was gewonnen hat und ich den Hype mitgekriegt habe, gerade auf TikTok und Co. Ansonsten der Rest. Keine Ahnung. Best E-Sport-Game? Keine Ahnung. Das ist auch dreimal League of Legends, muss ich sagen. Ich ziehe meine Begründung durch. Und die letzte Kategorie wäre der Players Voice Award. Das bezieht sich jetzt auf quasi das Game of the Year, nur bezogen auf das Zuschauervoting. Wie gesagt, ansonsten werden die Awards halt vergeben. Mix aus Zuschauervoting und halt Juryvoting bzw. Fachpresse. Vom Players Voice haben nur die Zuschauer bzw. nur die Community eine Chance. Dieser Vote ist aber noch nicht offen, öffnet erst im Dezember. Und damit wäre es das nämlich schon gewesen. Schreibt gerne mal in den Kommentarbereich, wo ihr mir zustimmt, wo ihr mir nicht zustimmt und wo ihr einfach, komplett eine ganz andere Meinung habt. Gerne mal rein. Und ich bin gespannt, welche Spiele dann gewinnen. Wir werden es rausfinden am 12. Dezember. Und ich glaube tatsächlich, Astrobot wird richtig viele Preise gewinnen, ist zumindest meine feste Überzeugung. Und ich glaube, Jeff Keighleys Plan bezüglich dem Elden Ring DLC ist kein Plan, aber ich habe ja so ein bisschen behauptet, er hat den auch reingenommen, um seine Werbepartner glücklich zu haben und so weiter und so fort. Und ist ja eh so mit Bandai Namco. Jeff Keighley, der Veranstalter der Game Awards, für die Leute, die es nicht wissen, Veranstalter, Erfinder, Moderator, Gesicht, whatever. Ich glaube tatsächlich, wird auch einige Preise gewinnen, aber ich glaube, Astrobot als Game of the Year ist für mich gesetzt. Schreibt gerne mal rein in den Kommentarbereich, was ihr denkt.